Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Liebe Freunde, ja, ich bin schon ganz aufgeregt vor dieser Folge, weil in dieser Folge geht es um etwas, was mich in dem letzten Jahr sehr beschäftigt hat, mir in dem letzten Jahr immer wieder aufgefallen ist. Und es hat so die, es ist so die Frage, möchten Sie eine Lösung oder sind Sie bereit zur Entwicklung? Und ich würde sagen, lassen Sie uns doch mal sofort mit der neuen Folge anfangen. Bis gleich. Ja, ich habe es gerade angedeutet im Intro, es ist ein Thema, nee, ich fange anders an. Erstmal möchte ich Ihnen von Herzen ein ganz erfülltes, nahes und in Ihren Augen erfolgreiches neues Jahr wünschen. Es ist ja gerade erst ein paar Tage am Laufen und ich denke, es ist noch ein Zeitpunkt, wo ich Ihnen es wünschen darf. Ich hoffe, dass wir uns zahlreich begegnen werden in dem Jahr 2020. Ich habe es in dem Neujahrs-Podcast, den ich hier gemeinsam mit meiner Frau gemacht habe, angedeutet oder ausgesprochen. Ich habe mich im letzten Jahr so sehr darüber gefreut und war zutiefst berührt über die ganzen Begegnungen, die ich vor allem in der Praxis erleben durfte mit Männern wie auch Frauen, die zu mir kamen, aber auch über die Mails, die wir bekommen haben, über die Facebook-Einträge, die wir lesen konnten. Von Ihnen allen, die sich auf den Weg gemacht haben, die ihr bisheriges Leben sich trauen, in Teilen, zum Teil in großen Teilen, zu hinterfragen, auf den Kopf zu stellen und einfach für alle die, die den Mut haben, sich für etwas Neues zu öffnen und nach etwas Neuem zu suchen. Ich habe es in dem Neujahrspodcast auch angedeutet. Ich wollte mit Ihnen nochmal über etwas reden, was mir, so wie ich es auch gerade in der Einleitung gesagt habe, was mir im letzten Jahr immer wieder aufgefallen ist und wo ich gern einfach das jetzt mit Ihnen teilen möchte. Und zwar gab es immer wieder Männer wie auch Frauen, Paare, die zusammen bei mir waren, wo wir miteinander plötzlich an einem sehr, im Laufe des Gesprächs, nicht plötzlich, sondern im Laufe des Gesprächs, je mehr irgendwie auf den Tisch kam, je mehr auch neben den Worten an Gefühlen möglich waren, Gefühle zuzulassen, ja, Gefühle auch vor dem Partner oder vor der Partnerin zu zeigen, gab es immer wieder Männer wie auch Frauen, die ja für mich so erkennbar nicht an einem schmerzhaften Gefühl, in Anführungsstrichen, interessiert waren, die nicht sich gefragt haben, oh Mann, was ist denn hier gerade los? Was passiert denn hier plötzlich? Ich habe doch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, es gab Momente, wo Frauen plötzlich über ihren Mann sagten, aber das hast du ja noch nie gezeigt, das hast du ja noch nie ausgerückt. Ich wusste das gar nicht, dass du das so empfindest, dass du das so fühlst, dass du das alles wahrnimmst. Es gab Männer, die gesagt haben, aber warum hast du denn nie etwas gesagt? Ich habe deine Not überhaupt nicht erkennen können in der ganzen Zeit. Hättest du mal. So, aber der Mann oder die Frau, die in dem Moment solch ein Gefühl gar nicht mehr verbergen konnte, sondern so ein Gefühl zugelassen hat und gezeigt hat, die waren ganz häufig, und das ist heute mein Thema, die waren ganz häufig überhaupt nicht daran interessiert, wirklich tiefer zu gehen, wirklich das, was da plötzlich sich Neues nach Jahren, zum Teil nach Jahrzehnten, Neues, was sich plötzlich wieder gezeigt hat, was zum ersten Mal wieder an die Oberfläche kam, sich diesem Neuen gegenüber, also dem alten Neuen sozusagen, sich dem zuzuwenden, ja, und zu sagen, oh Mann, was ist das denn? Was ist das für eine Chance, was hier gerade passiert? Sondern es gab immer wieder den Moment, dass es dann hieß, so, okay, ja, okay, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Ja, wie gehe ich jetzt damit um?
vor allem nicht nur, wie gehe ich jetzt damit um, sondern was heißt denn das jetzt für uns beide? Und das meinte ich eben in der Einleitung damit, sind Sie interessiert an einer Lösung oder sind Sie bereit für Entwicklung? Und mein Eindruck aus den vielen, vielen Gesprächen, die ich letztes Jahr geführt habe, war, dass es immer wieder vereinzelt Männer oder auch Frauen gab, die gerne für ihre Situation einfach nur eine Lösung haben wollten. Die am liebsten von mir, ich bin jetzt nur kein Arzt, die von mir irgendwie ein Rezept haben wollten, mit auf den Weg bekommen wollten, wo drauf steht, okay, täglich das, das, das und das Thema ist gelöst und wir beide können mit der Beziehung weitermachen oder wir wissen jetzt endlich, wir müssen uns trennen. Liebe Männer, liebe Frauen, das meine ich mit Entwicklung. Wenn Sie an solch einen Punkt kommen, dann geht es nicht darum, möglichst schnell mit der Tagesordnung weiterzumachen, sondern dann geht es darum, dass Sie diese Chance, diese unglaubliche Gelegenheit ergreifen und sich selbst besser kennenlernen, sich selbst ihrer selbst bewusster werden. Und dafür braucht es einfach den Weg des Innehaltens, dafür braucht es, Sie hören das von uns immer wieder, dafür braucht es das Instrument der Meditation. Ja, einfach lassen Sie es zu Ihrem Instrument werden. Meditation, Innehalten, Nachfragen, sich weiter öffnen, sich mehr dem anderen anvertrauen, in diesem Zustand des Unperfektseins, in diesem Zustand des Nichtwissens, in diesem Zustand des Suchens. Ich sage Ihnen, das sorgt für Nähe und das sorgt vor allem erstmal, und das ist für mich immer so wichtig, das sorgt erstmal für eine ganz andere, viel echtere, viel kraftvollere Nähe zu Ihnen selbst. Und wenn ich sage, wollen Sie die Lösung oder eine Entwicklung? Ich bin kein Freund davon, jetzt einfach nur Dinge, die von mir aus jahrelang zwischen Ihnen beiden standen, die jahrelang nicht thematisiert wurden, die vielleicht durch ein Fremdgehen oder die durch ein Thema mit den Kindern plötzlich hochgekommen sind. Ich bin kein Freund davon, dass man die hochkommt, anguckt und sofort weitergeht, sondern ich möchte Ihnen gerne, auch in diesem Jahr wieder, helfen, dass Sie mit dem, was dazwischen Ihnen steht, ja, ich habe gerade von Fremdgehen gesprochen, dass Sie jetzt endlich an den Punkt kommen, wo Sie nicht den oder die Dritte, die plötzlich in Ihre Ehe reingeplatzt ist, verantwortlich machen für Ihre Situation, für Ihr Leid, für Ihr mögliches Auseinanderbrechen der Ehe, sondern dass Sie hingucken und sich fragen, okay, was ist denn jetzt wirklich in mir in den letzten Jahren los gewesen? Wie viel von mir habe ich mich getraut, noch in diese Beziehung hineinfließen zu lassen? Oder andersrum, wenn ich der Betrogene oder die Betrogene war, wann habe ich bereits aufgehört, etwas in diese Beziehung rein zu investieren, weil ich sowieso das Gefühl hatte, der ist gar nicht an mir interessiert oder die will was ganz anderes oder ich bin mit dem, was ich leisten kann, mit dem, was ich reinbringen kann, nicht ausreichend, nicht gut genug. Das sind genau die Punkte. Oder ich habe eben gerade noch Kinder angesprochen. Wie oft habe ich im letzten Jahr, das betraf vor allem Frauen in der Praxis sitzen gehabt, die so in der Familie gegenüber ihrem Mann und gegenüber ihren Kindern auf absolut verlorene Posten waren. Frauen, die zum Teil sich sogar von ihren Kindern respektlos haben behandeln lassen. Ja, und die dann irgendwann verständlich, aus einer Sicht verständlich, an so einem Punkt waren, wo sie gesagt haben, es geht hier alles nicht mehr, ich werde hier nicht gesehen, keiner kümmert sich um mich, ich werde respektlos behandelt. Da würde ich Ihnen an dieser Stelle sagen, und das habe ich den Damen, mit denen ich da, die mir jetzt gerade noch einfallen, mit denen ich da im letzten Jahr darüber gesprochen habe, habe ich es Ihnen auch gesagt, dieses Gefühl, was Sie jetzt gerade, oder diese Situation, die Ihnen jetzt gerade in Ihrer Ehe immer und immer wieder passiert, respektlos behandelt werden, am Rande liegen gelassen werden, das Gefühl, wie es fünfte Rad am Wagen zu sein. Das hat nichts mit Ihrem Mann und Ihren Kindern zu tun. Verstehen Sie mich richtig? Natürlich hat es was mit denen zu tun. Aber weder Ihr Mann noch Ihre Kinder sind die Ursache für dieses Verhalten. Sondern da geht es dann auch darum, mal selber so tief, so ehrlich, so selbstkritisch mit sich zu sein und zu sagen, okay, woher kenne ich dieses Gefühl, dass ich nicht wirklich beachtet wurde, dass es nicht wirklich um mich ging, dass ich nicht wirklich das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass ich wertvoll bin. Ich glaube, wir kennen das Gefühl alle. Nur, und das meine ich mit einer Lösung, wollen Sie einfach nur hier sitzen und hören,
das oder erleben, dass ich ihrem Mann sage und am besten auch ihren Kindern, hört mal, das geht aber so nicht, geht bitte besser und korrekter und verständnisvoller mit eurer Mutter um. Oder wollen sie nicht, und das ist das, wo ich ihnen bei helfen möchte, wie sowohl den Männern wie auch den Frauen, wollen sie nicht lieber einmal genauer hingucken und fühlen, bewusster werden, aha, das ist ein Thema in mir, was sich durch diese Nähe, durch diese Verbindung, ich bleibe jetzt bei dem Kinderbeispiel, ja, bei dieser Respektlosigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, bei der mangelnden Wertschätzung, ist das nicht ein Thema, was mir durch die Nähe zu meinem Mann und zu den Kindern, durch dieses Setting einer Familie, mir nochmal hochkommt, mir nochmal gezeigt wird. Jetzt ist der Moment, wo ich mich mit diesem Thema ein für alle Male anfreunden kann, das Gefühl annehmen kann. Und dann verspreche ich Ihnen, wird dieses Gefühl, die Situation wird sich nicht grundlegend verändern. Sie können ja nicht Ihre Historie ausradieren, aber dieses Gefühl wird an Kraft verlieren. Ja, und Sie können einfach mehr und mehr, und dann kommt der Punkt, dass Sie sich ausrichten auf das. Das meine ich mit Training, ja, auch mit Entwicklung, dass Sie sich ausrichten auf das, was Sie eigentlich schon lange Jahre leben möchten. Aber es braucht, um das leben zu wollen, was Sie leben möchten, braucht es das Innehalten, braucht es das auch mal zurückschauen, ohne sich da lange aufzuhalten, damit Sie mich richtig verstehen. Aber es braucht diesen Blick nach innen, den Blick, okay, was hat das hier mit mir zu tun? Und da hilft Ihnen eine Lösung gerade nicht, sondern da braucht es in meinen Augen den Mut, die Klarheit, die Disziplin. Okay, jetzt habe ich erstmal etwas zu tun. Und zwar nicht, ich bleibe bei dem Beispiel, nicht an meinem Mann oder nicht an meiner Frau, nicht an meinen Kindern, sondern erstmal an mir. Und wissen Sie, das Tolle ist, wenn Sie bereit sind, sich auf diese Form von Entwicklung einzulassen, diese Entwicklung mit sich zu vollziehen, dann werden Sie sehen, wie sich drumherum das ganze System Ihrer Familie, Ihrer jetzigen Familie, Ihr ganzes System neu formt, neu ausrichtet. Und das ist das, was mich, was uns hier in Sachen Beziehung fasziniert. Da möchten wir Ihnen bei helfen, dass Sie wirklich weiterkommen. Ich höre so häufig hier, oder habe jetzt so häufig gehört, nicht nur im letzten Jahr, auch in den Jahren zuvor, dass dann Paaren, die bei mir waren, schon von anderer therapeutischer Institution oder sonstigen Beratungsstellen geraten wurde, ich glaube, Sie haben echt ein Kommunikationsproblem. Sie müssen mal lernen, anders miteinander zu reden. Nehmen Sie sich doch mal Zeit für Zwiegespräche. Verstehen Sie mich richtig, das ist sicherlich alles gut, wenn es passt. Aber in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, geht es um eine persönliche Entwicklung. Und das ist die Lösung. Ja, es ist nicht die Lösung zu sagen, du hast nicht oder du hast schon immer und deswegen klappt es bei uns beiden nicht. Und mein Appell ist, das Jahr liegt jetzt gerade vor uns. Ich freue mich auf jeden und auf jede, die den Weg zu mir, zu uns in die Praxis findet. Ich freue mich auf jede Frau, über jede Frau, die mit meiner Frau gemeinsam in dem Frauentraining vorangeht. Ich möchte Sie nur nochmal auffordern, einladen. Kommen Sie und trauen Sie sich klingt so dramatisch, freuen Sie sich auf das, auf eine echte Lösung. Ja? Freuen Sie sich auf etwas, was wir gemeinsam, ich kann das nicht für Sie tun, aber gemeinsam können wir es tun. Freuen Sie sich auf etwas, was wir gemeinsam aufdecken, hochheben und was wir dann in eine Bewegung bringen, so dass Ihr Leben wieder beweglich, lebendig, leidenschaftlich und so wird, wie Sie es gerne haben möchten und leben möchten. Ich freue mich auf Sie. Ich hoffe, Sie haben diesen kleinen Schubser verstanden. Mir ist es ganz wichtig, weil es einfach im letzten Jahr so häufig der Fall war. Und ich habe jetzt viel zwischen den Jahren darüber nachgedacht und gedacht, Mann, wie großartig wäre das in dem einen oder anderen Fall noch gewesen, wenn es halt nicht einfach nur kurz um eine kurzfristige Lösung gegangen wäre, sondern wirklich das Verständnis schon da gewesen wäre. Ja, wenn etwas wehtut, und natürlich tut es weh, wenn alte Dinge plötzlich wieder hochkommen. Sonst wären sie schon längst bearbeitet. Natürlich tut das erstmal weh und natürlich wird sie das erstmal vor Situationen stellen, wo sie denken, um Himmels Willen, wie soll ich das denn lösen? Um Himmels Willen, ich kann mich doch nicht nur um mich jetzt kümmern, dann ist er oder dann ist sie doch weg. Ja?
Das ist Quatsch, kann ich Ihnen nur sagen. Okay? Eins muss ich korrekterweise sagen. Natürlich kann das sein, wenn Sie Ihre innere Arbeit machen, wenn Sie sich bereit erklären, Ihren Entwicklungsweg wirklich für sich zu gehen, dann kann es unter Umständen auch dazu führen, dass Sie nach Ihrer Entwicklung sagen und feststellen, okay, ich kann in der Form, in der Konstellation, wie ich bisher Beziehung gelebt habe, kann ich nicht mehr die Beziehung leben. Das kann natürlich auch zu einer möglichen Trennung führen, aber ich sage es immer wieder, das, was ich erlebe, ist, wenn sich einer von Ihnen wirklich bereit erklärt, seine Entwicklung zu machen, dann entwickeln sich drumherum die Strukturen, dann entwickelt sich Ihr Partner oder Ihre Partnerin, ohne dass Sie es vielleicht beabsichtigt haben, ohne dass Sie es wirklich bewusst merken. Aber wenn Sie anfangen, sich wirklich zu entwickeln, entwickelt und verändert sich das System um Sie herum. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal, dass Sie bis zum Ende dieser Folge dabei waren. Ich wiederhole es nochmal, ich freue mich riesig, wenn wir uns in diesem Jahr wiedersehen sollten oder kennenlernen sollten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihr Wolfram Zuhorst. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie dieser Folge bis zum Ende mitgefolgt sind, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Und mir ist das Thema extrem wichtig. Vielleicht haben Sie jemanden im Familienkreis, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, wo Sie sagen, okay, die machen da auch schon ziemlich lange rum. Die haben schon verschiedenste Anläufe genommen, sich von dem oder von dort helfen zu lassen. Aber nichts hat so richtig gefruchtet. Ich glaube, ich kenne einen Teil der Lösung. Und vielleicht leiten Sie einfach mal diese Podcast-Folge weiter. Empfehlen Sie unseren Podcast. Ich freue mich sehr über eine positive Bewertung. Ich freue mich sehr über Ihre Sicht zu dem, was ich versucht habe zu beschreiben. Was ist in Ihrer Beziehung aufgebrochen? Was hat sich in Ihrer Beziehung Neues gezeigt, dadurch, dass Sie mutig waren, klar waren, innegehalten haben und Ihre Entwicklung gegangen sind? Ja? Teilen Sie es unten mit, schreiben Sie es hier unten drunter, schreiben Sie es uns auf Facebook, schreiben Sie uns eine Mail. Ich freue mich drüber und ich kann Ihnen hier nur noch mal sagen, ein ganz echtes und tiefes Jahr 2020. Alles, alles Liebe. Bis bald, Ihr Wolfram Zuhorst. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.